Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, zu sagen, was schon lange zu sagen gilt und was vielleicht immer ein bisschen verloren geht, weil wir in den Medien immer gehypt werden. Wir sind nicht nur Moabit Hilft, wir sind Wilmersdorf Hilft, wir sind Reinickendorf Hilft, wir sind, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, wir sind viele Initiativen, wir sind viele Initiativen! Und wir sind Tausende, die hier in Berlin jeden Tag, oft 15 Stunden, 7 Tage die Woche, alles tun, um Menschen eine Möglichkeit geben, würdevoll zu leben. Und wenn sie überhaupt ein Leben bekommen, vorerst vielleicht irgendwie zu überleben. Ja? Also wir haben auf dem Gelände bestimmt 20 Akteure, die unabhängig von Moabit Hilft agieren und das auch gut können, weil sie es seit Jahren tun, aber immer unbemerkt von der Gesellschaft. Der einzige Grund, warum wir nach vorne gegangen sind, weil wir die Ersten waren, die das Haus R okkupiert haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nach vorne stellen wollen. Wir möchten gerne mit euch gemeinsam an Seite für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen, nämlich die Menschenwürde auch von Geflüchteten bewahren zu können. Dankeschön. Ja, wunderbar. Also hier ist ja eigentlich schon fast alles gesagt worden, was ich auch sagen wollte. Jetzt muss ich wieder von, muss ich selber nachdenken. Okay. Also. Noch lauter. Ist das gut so? Jo. Okay, hört ihr mich jetzt alle? Okay, also. Es ist unsere erste Riesendemo. Wir hatten mal schon eine, kleinere. Glücklicherweise hat das Wetter einigermaßen mitgespielt. Und ich danke euch, dass ihr trotz des drohenden Regens gekommen seid. Das heißt, die Demokratie ist vielleicht doch wasserfest. Eines ist ganz klar, alle, wie wir hier dastehen, sind wir die Lobby für die Geflüchteten und wir werden nicht locker lassen, wir sind hartnäckig. Wir treiben die Politik vor uns her, so wie wir das auf dem Gelände der Lageso gemacht haben. Und wenn wir sagen, wir lassen nicht locker, dann lassen wir auch nicht locker, dass wir beißen so, dass es weh tut. Und ich will auch gar nicht mehr so viel, viel erzählen, aber ich kann nur Horsti oder Horst Seehofer daran erinnern, die ja so ein schönes großes C in ihrem Parteinamen haben. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte von Geflüchteten. Gehen wir gleich quasi weiter. Erstmal möchte ich eins loswerden. Liebe Helfer, ich sehe verdammt viele Helfergesichter hier, die ich in Moabit gesehen habe. Ich möchte einmal für alle anderen, die hier sind, auch für euch selbst, gebt euch einmal, ihr habt es verdient. Was ihr in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gerissen habt, habt ihr zumindest das verdient. Eine Anerkennung durch Applaus. Gebt ihn euch einmal.